Final Fantasy XII. Dieses Juwel wird für seine reichhaltige Geschichte, die wundervolle Vertonung und das revolutionäre Gambit-System gelobt. What? Das sagt euch nichts? Das Gambit-System ist ein Kampfsystem, das es euch ermöglicht, die Taktiken eurer Gefährten vollständig anzupassen. You're well informed. Hier die fünf besten Gründe, warum ihr Final Fantasy XII, The Zodiac Age und sein Kampfsystem mögen, nein, lieben, nein, vergöttern werdet. Nummer 5. Es ist besser als je zuvor. Final Fantasy XII erschien in Japan in einer verbesserten Version mit dem International Zodiac Job System, das jetzt das Rückgrat für das Kampfsystem in The Zodiac Age darstellt. Dieses neue, verbesserte Jobsystem bietet 12 einzigartige Rollen, darunter Fanlieblinge wie den Rotmagier, und gibt euch die Freiheit, die Entwicklung eurer Charaktere anzupassen. Nummer 4. Alles ist möglich. Mit dem Gambit-System seid ihr stets vorbereitet. Ein Gruppenmitglied heilen, dessen Gesundheit unter 40% fällt? Danke, Fran. Gegner mit Feuer angreifen? Gut gemacht, Leute. Nummer 3. Maximale Strategie. Ihr schlagt euch mit 5 Fieslingen rum, als auf einmal dieses Skelett auftaucht und Blitze auf euch schleudert. That was unexpected. Lamont fällt, Van fällt, oh mein Gott, selbst Bash fällt. Doch ihr habt Fran. Wenn ihr euch Frans Befehle anschaut, seht ihr fast nichts. Es liegt an euch, ihr die Gambits zu geben, die ihr volles Potenzial ausschöpfen. Mit der richtigen Kombination habt ihr im Handumdrehen eine super selbstbewusste Waffenmeisterin. Nummer 2. Balthier. Wenn ihr das Gambit-System meistert, habt ihr mehr Zeit, Balthier anzuhimmeln. So verträumt. Have you finished? Und zu guter Letzt der beste Grund, das Gambit-System zu erleben? Nummer 1. Erlebte Geschichte. Das Gambit-System entstand vor langer, langer Zeit. Die einfache Befehlsstruktur basiert auf gegnerischen KI-Mustern aus den ersten Spielen. Something's never changed, do they? Das Spielen von Final Fantasy XII ist also erlebte Geschichte. Eine Geschichte mit Luftschiffen und Mogris. Das Gambit-System. Einige lieben es und andere lieben es noch nicht.